Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Shh. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Öko. Lasst mich allein. Später. Ein ganzer Monat ohne Hugo. Komm. Hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Oha. Was zum Henker? Heftig. Komm schon! Könntest du bitte aufgehen? Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Ich glaube, fühlst du dich besser? Arbeitet ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der... Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Au. Oh. Piss einfach drauf. Ich bin ja nicht mehr. Was für eine Aussage. Machen wir wieder Materialien gerade? Oh, ein Behälter. Amicia kann die Schleuder verwenden, um ein Lumisoja zu werfen. Lumisoja, aber ich muss mal noch gucken, was das ist. Das ist durch das hier, ne? Ah, dabei kann ich die Ratten. Ja gut, das ist jetzt nicht so. Ist ganz praktisch natürlich, aber jetzt nicht unbedingt. Irgendwie was mega Wichtiges. So viele Äpfel hatten wir noch nie. Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Ja, und sie weiß nicht, was mit Hugo ist. Sie weiß nämlich nicht, dass Hugo ja bei seiner Mutter ist. So. Rodrik konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Ja, und was wenn? Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh, hallo Amicia. Hey, tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hör zu, es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Wann immer du willst, Amicia. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit... dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Das sollte passen. Du magst das Ignifer, oder? Ich habe eine Schwäche für Feuer. Tja, wenn du das sagst. So, mir reicht's. Alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst... Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha! Probiert's mal aus! Schon dabei! Ja, da muss ich gucken. Kann ich mal Feuer machen?
Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Geht es dir gut? Ja, warum? Das war ziemlich heftig. Die Fußtritte. Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt, da er... Egal. Wie steht's mit dir? Oh, mir geht's gut. Mir fehlt der Knirps auch. Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Rodrik, das ist sinnlos. Es ist schon einen Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Ach, sei still. Liebste Amicia, erlaub diesem verlorenen Briganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bad, du stinkst. Welch lieblicher Minnesänger ihr doch seid. Dann mal los, das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Okay, runterspringen kann ich hier nicht, weil dann kümmert er sich ja darum, soll er machen. Dann mach mal. Dann mache ich mich da drüben an das auf den Wall. Dann gucken wir mal. Im Ernst, hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz. Ich stell mir nur vor, wie du eine Kuh schiebst. Ehrlich, das war unglaublich. Überall Ratten. Frag Amicia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Gut, ich bin fertig. Stimmt was nicht? Ja, das stimmt nicht, die Ratten. Unmöglich. Alter, Walter. Verdammt. Viel zu viele. Arthur! Amicia! Lauf! Kommt rein! Wie konnte der Graben überlaufen? Das ist noch nie passiert. Scheiße! Scheiße! Ich habe noch nie so viele gesehen! Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutzt dein Feuerbecken. Ich bahne dir auf meiner Seite einen Weg. Scheiße! Hast du nicht gesagt, dieser Ort wäre sicher? Das war er auch! Nicht gut, gar nicht gut. Ich muss zur Leiter im roten Bereich, sonst sterbe ich hier. Amicia, ich schicke dir einen Feuerbecken rüber. Ich versuche es zu erreichen. Gut, ich zähle auf dich. Noch mehr von ihnen. Ich bring dich zur Leiter. Komm schon, du hast schon Schlimmeres überstanden.
Mann, ich kann nicht verlaufen. Halte durch! Beeil dich! Amicia, noch mehr Rattenschwärme! Ja, beeil dich. Oh Mann. Keine Sorge, ich hol dich da raus. Ja, wie lange willst du noch brauchen, Mann? Zünd es an, los, mach schon! Wie denn, Mann? Wenn ich nichts hab. Oh, Junge, Alter. Ey, Junge, 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 Junge. Komm. Ja, fahr! Jetzt trollen, hallo. Du musst das Rad fahren. Der ist auch geil. Hallo da oben. Du musst das Rad bewegen. Ja, das ist ein Schlafverlust. Ja, geschafft! Endlich! Herr im Himmel! Ich dachte schon, das war's! Alles in Ordnung? Ja, danke! Jetzt liegt es an dir! Das Feuerbecken auf deiner Seite! Ich bringe dich hin! Wie kommst du voran? Gut! Lieber hier oben, als da unten! Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so! Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen. Na, hör mal. Das sind Ratten, keine Engländer. Aber sie wissen, was sie tun. Das Scheiße, hab ich erst einmal wir hätten doch abhauen sollen. Zu Hause, auf dem Landsitz. Ja, die sind nicht dumm. Soll ich die da reingefercht? Jetzt sind das immer noch so viele oder was? Ja, ich kann nichts machen, Mann. Hey, das ist abnormal. Danke! Amicia, ich glaube, ich brauche deine Hilfe! Überlass das mir! Das gefällt mir nicht! Ich kann nicht schneller! Dass sie gleich wiederkommen. Scheiße. Wo ist hier Pulver? Oh, warte, warte, warte. Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen. Komm. Noch mehr! Sie haben es wirklich auf mich abgesehen! Ich glaub's nicht! Was passiert hier? Warum jetzt? Oh Gott, ey, heftig. Ich bin da, wir haben es fast geschafft. Los! Danke. Du verdienst einen Orden. Das ist in Ordnung. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt lieb. Geht es euch gut? Nein! Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Hier lang! Schnell! War das der Großinquisitor? Ja,
Go. Geh. Tu, was getan werden muss. Hugo. Los. Hugo. Das war Nelly, Hugo. Was machst du an ganz der Tür? Sicher. Sie geht nicht nach. Was haben Sie aus mit ihm gemacht? Weg. Die Ratten. Er hat... Er kann sie kontrollieren. Ja, mit der Makula. Bitte schön. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielend gleich durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann... Du bist verrückt. Wir müssen abhauen. Amicia, er hat recht. Geh durch. Nein, nein. Arthur! An die Arbeit. Hugo! Hugo! Töte sie! Oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen. Hugo! Ich bin's! Amicia, deine Schwester! Töte sie, Kind! Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Hugo, nein! Nun komm, Junge! Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Hugo! Genug! Ich verfüttere sie an deine Ratten! Fass ihn nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors! Arthur, jetzt! Sterb! Ihr werdet in der Hölle sterben! Puh, geschafft. Wir haben den Bastard! Amicia! Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal! Schon gut. Ich bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm! Du hast gelogen! Nein! Nein! Ich... Hugo! Ich wollte... dich beschützen. Ich... Bitte! Du hast gelogen! Nein! Die Schwelle! Du hast es geschafft! Habe ich keine Verwendung mehr. Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm, wie ihr bald herausfinden werdet. Moment, die Ratten. Das seid ihr sie ja. Sie gehorchen dir, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten.
Du kannst nicht ewig davonlaufen. Das ist voll stressig. Herstellen jetzt und wegrennen. Das ist mega anstrengend. Man muss ja alles herstellen. Euer Vater hat sich nicht versteckt. Er hat mir in die Augen gesehen, als er starb. Wen haben wir denn da? Er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm, wie ihr bald herausfinden werdet. Moment, die Ratten. Sie gehorchen dir, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Also spielen, dann spielen wir auf Augenhöhe. Die Ratten haben mich, er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Ich hab doch gesagt, dass ich euch finde. Halt, wir müssen. Wie kann er das tun? Er darf dich nicht sehen, Amicia. Ja, ich muss sein Schwert ausmachen und. Ja, Junge, ich weiß es doch, aber man kann ihn ja nicht mal löschen. Wie soll ich ihn denn töten? Wenn der wie so ein Pyromane brennt, ey.
kommt. Oh, das wird schmerzhaft. Ich habe keine Materialien zu nehmen. Fast. Zusammen sterben! Habt ihn! Ja, ihr werdet sterben! Es geht unter. Interessanter Bosskampf. Arthur? Nein! Arthur! Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf! Ich töte sie! Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner! Melly, das schaffst du nicht! Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind 5 gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Tod.